Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Rave. Wir joinen sofort auf den Server und ich hoffe mal, wir haben hier unter uns keine Falle oder so, weil ich habe jetzt 2 Tage nicht aufgenommen und... Okay, wir sind noch hier drin. Okay. So, erstmal müssen sich hier wohl die FPS fangen. So ein bisschen so. Ja, ich mache mal einen Screenshot. So, und jetzt könnt ihr euch dann auch mal wieder beruhigen, FPS. Ich mache mal... Wir hier bauen das hier mal ab. Gut, jetzt gucke ich gleich mal. Ich habe hier keine Electric Essence und Leder habe ich jetzt aber auch nicht genug dabei. Das heißt, wir bräuchten Leder, denn dann könnten wir. Moment, nee, das ist nur so eine Water Essence, Darkness Essence. Okay, das sind nämlich noch nicht mal Full Dia. Das ist halt auch so ein Problem, wo ich sage, da war ich ein bisschen dumm, weil mir hat jemand in den Kommentar geschrieben, Full Dia wäre halt schon ein bisschen sinnvoller gewesen, als einfach so da rein zu stürmen. So, ich guck mal, was hier so abgeht. Ich guck einfach mal, hallo. Geht's euch gut? So, ich töte den hier mal. So, ich muss auf die Uhr gucken. Okay, jetzt sind wir 47, ungefähr so um 46 angefangen. So, dann passt das. Es laggt auch bei mir so ein bisschen, ne? Also das ist auch so eine Sache, diese Lags, die ich heute habe. Heute ist ein bisschen komisch. Oh, der macht... Junge, was hat der? Der hatte bestimmt so ein Aimbot drin. Bestimmt. Habt ihr gesehen, wie viel Schaden der gemacht hat? Alter Schwede. Oh, hier ist eine Electric Essence. Ich hab sie gesehen, die schwirrt um mir. Perfekt, perfekt, perfekt. Dann gehe ich jetzt nach Hause. Für immer. So. Ich glaube, wir sind von hier gekommen, weil hier oben ist noch nichts erforscht. Das heißt, wir sind von hier gekommen. Um mir schwirrt eine Electric Essence. Wir haben alles, was wir wollten. Das heißt, wir gehen jetzt wieder nach Hause. Oh, das ist ja richtig cool. Dann mache ich mir nämlich gleich einen Backpack, wenn wir hier zu Hause sind. Mega. So. Ja, wir kommen zur Folge Trave. Ich weiß noch gar nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Oh. Liegt die jetzt hier hinten irgendwo? Ich glaube, ich habe die irgendwie verloren. Ich hätte nicht so hüpfen dürfen. Nein. Wo liegt die denn jetzt? Ich bin das runtergesprungen, so zack. Und plötzlich ist sie nicht mehr da. Verschwindet die dann? Kann das sein? Ich gehe nochmal zum Ausgang. Weil das wäre echt schade, wenn ich die jetzt nicht mehr hätte. Das wäre echt mehr als schade. Weil so eine... Oh, hier ist sie wieder, hier ist sie wieder. Die tausche ich jetzt gleich aus. Pumpkins. Oh, 2 sogar. Perfekt. Ja, dann gehen wir gleich mal nach Hause. Und machen uns gleich mal einen Flugstab. Was wir vielleicht vorher noch bräuchten, ist ein paar mehr Dias. Das wäre vielleicht echt nicht schlecht. Wenn wir da noch was finden könnten. Aber jetzt müssen wir erstmal nach Hause gehen. Oha, okay. Also hier gibt es echt einiges zu erforschen, so wie es aussieht. Aber Diamanten bräuchte ich auch. Das wäre auch sehr, sehr wichtig. So, jetzt erstmal ab nach Hause. Ich hoffe mal überhaupt, dass das überhaupt der richtige Weg ist. Überhaupt, überhaupt, ja klar. Überhaupt, überhaupt und überhaupt der überhaupt. Ja klar, weil hier oben war unser Spawn. Und dann, ich habe mal in der Config gefragt, ob ich das da benutzen dürfte. Beziehungsweise es hat jemand geschrieben, dass ich den Spawn gefunden habe. Ich weiß jetzt aber ehrlich gesagt nicht, ob ich den auch benutzen darf. Weil, keine Ahnung, ob das jetzt ein Verbrechen ist. Ich benutze es mal lieber nicht. Weil nicht, dass es dann doch irgendwie vielleicht so ein Verbrechen ist und dann, das möchte ich nicht. Also ich möchte nicht, dass ich dadurch dann irgendwie in Schwierigkeiten komme, nur weil ich das benutzt habe. Das habe ich, glaube ich, gesehen. Ich glaube, das war Shapecraft oder Playable. Nee, Playable kann das ja gar nicht gewesen sein. Ich glaube, das war Shapecraft und Bastor, die den Tower da ein bisschen vergewaltigt haben. So, jetzt sind wir gleich zurück in unser Base. Jawohl. Oh, Armadillos. So. Und dann gehen wir einfach mal. Ach, das ist ja gar nicht unseres. Wir müssen noch weitergehen. Stimmt. Stimmt. Aber vielleicht sind hier irgendwo Diamanten. Oh, das ist schön. Full Iron sind wir, aber ich glaube, es schadet nie, wenn man sich Iron mitnimmt.
Ich glaube, das schadet nie. Was könnten wir dann stattdessen wegwerfen? Der Bogen hier ist ein bisschen besser als der. Und Stein brauchen wir auch nicht. Perfekt. So, dann gehen wir wieder nach Hause. Ja, ja, ja. Leute. Ich muss euch was sagen. Ich liebe euch. Nein. Ich möchte euch jetzt mal so ein paar Sachen sagen, die mir gerne auf dem Herzen liegen. Und zwar, ich würde unglaublich gerne wieder Sims 4 Let's Plays machen. Das Problem ist halt nur, ich müsste eine neue Familie machen, weil ich eben jetzt auf einem neuen PC bin und so weiter. Da ist ja alles gelöscht. Und ich hätte halt übelst Bock drauf, aber ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob ihr das wollt und ob euch das Spaß machen würde, jetzt wieder mit einer neuen Familie. Natürlich, sage ich mal so, haben wir jetzt noch nicht sehr viel in der alten Familie gemacht, ne? Aber ich meine, okay, ich meine, man kann ja trotzdem wieder alles nachholen und ich meine, das war ja nur so eine Mini-Folge war das einfach nur. Die erste und ich glaube, dann kam noch eine und das war's dann. Also von dem her denke ich nicht, dass das jetzt ein wirklicher Fehler gewesen wäre, das Let's Play jetzt so abzubrechen und einfach ein neues zu starten, denn jetzt kam ja auch das neue DLC dafür raus. Das ist kein Erweiterungspack, nein, das ist wie ein Accessoire-Pack in Sims 3, nur mit Gameplay-Inhalten, die nicht nur Kleidung und Gegenstände enthalten, sondern auch wirklich, da geht es zum Beispiel darum, ja, du bist im Outdoor-Leben, du kannst campen fahren und so weiter. Das ist halt schon, habe ich die Helligkeit überhaupt auf hell? Ja, habe ich. Und das ist halt wirklich eine ziemlich coole Sache. So, wo haben wir unsere Höhle? Hier. Gut. Bumsdoggies Höhle. Perfekt. Dann gehen wir uns einfach mal in unser schönes Bett. Schlafen einfach mal eine Runde. Und dann machen wir schöne Sachen. So, perfekt. Jetzt packen wir hier die ganzen Dinger einfach mal hier rein. Okay, wir könnten uns so einen Vergiftungsstab machen. So einen Windstab. Das ist alles so schön. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Dann können wir uns einiges an Brot machen. Oh, das geht irgendwie nicht. Wieso geht das nicht? So. Zack. Zack. Perfekt. 19 Brot. Und dann können wir uns noch Aluminium. Weiß ich jetzt gar nicht, wofür wir das bräuchten. Wir haben 4 Leder. Wir bräuchten noch 4, ne? Ich gucke jetzt einfach mal bei Kaspar, der vielleicht 4 Leder hat. Ich glaube nicht. Dann gucke ich bei Shapecraft und bei den ganzen anderen schönen Leuten vorbei. Hui, der hat hier ein paar schöne Sachen, aber der hat kein Leder. Shapecraft, wenn das tiest. Ich bräuchte halt einfach so ein Backpack. Vielleicht hat er. Der hat schon einen Enchantment Table oder irgendjemand hat den. Oder hat der Leder? Ich sehe es nämlich gerade nicht. Leder. Nee, der hat kein Leder. Dann müssen wir wohl bei den anderen Leuten vorbeigucken. Och, schade. Gucken wir mal hier rein. Hier wohnt auch jemand. Herbert. Okay. okay, die haben alle schon so krasse Sachen. Ich habe gar nichts. Ich habe gar nichts, da fühlt man sich echt einsam. Wohnt hier. Creepy, genau. Und da gucken wir jetzt einfach mal rein, was der so Schönes hat. Okay. Er hat auf jeden Fall, denke ich, Leder für mich. Nein, hat er auch nicht. Sag mal, Leute, was ist denn los bei euch? Ihr habt überhaupt kein Leder. Ein Spiegel und was weiß ich für krasse Dinge, aber kein Leder. Das ist echt traurig. Traurig, aber wahr. So, dann gucken wir noch hier rein. Zu Pastor. Pastor hat Leder. 1, 2, 3, 4. Pastor, wenn du das siehst, bekommst das Leder echt wieder schnellstens zurück. So. Und jetzt können wir endlich einen Rucksack machen. Und dann können wir auf eine schöne Tour gehen. So. Auf eine Tour durch Deutschland. Eine Deutschland-Tour machen wir dann. Wir sind ja so berühmt. So. Zack. Also, ich hätte ja ganz gerne einen farbigen, aber ich glaube,
Dazu brauche ich eine Blume und ich habe keine Blume. Egal, wir machen uns einfach eine braune Backpack. Das ist so richtig hipster. Und so, die stecken wir jetzt einfach mal hier hin. Oh, sieht schön aus. Und ja, ich glaube, wir gehen jetzt erstmal ein paar Dias suchen. Ich sage, ist unser Plan jetzt erstmal ein paar Dias suchen. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Das ist ein echt guter Plan. Snowball brauche ich nicht. Eisessenz haben wir auch. Ist die neu? Kenne ich gar nicht. Moment. Ach, schade. Ich dachte mir, da kommt jetzt ein Hühnchen raus. Das liebt mich dann für immer, aber es liebt mich wohl doch nicht. Okay, perfekt. Jetzt haben wir einen Backpack. Und kennt ihr noch früher Dora, 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 unsere Dora? Und dann, Rucksack, Backpack, Backpack, Rucksack. Yeah! Oh man. Also Dora war schon immer so eine Sendung. Da muss ich mich immer so aufregen. Vor allem, sie sagt dann am Ende so, was hat euch jetzt heute am besten gefallen? Und ich sag einfach so, ja, mir hat am besten gefallen. Und dann quatscht die mir einfach dazwischen und sagt so, ja, das hat mir auch am besten gefallen. So eine kleine dumme Fotze. Und seitdem beleidige ich sie immer. Und wenn ich zufällig so eine Serie sehe und dann am Ende fragt sie so, und was hat dir heute am besten gefallen, sage ich immer so, dass du kleine hässliche Fotze irgendwas bist. Und sie dann so, ja, das hat mir auch ganz gut gefallen. Also das ist so meine innerliche Rache an sie. Ihr müsst doch irgendwo Diamanten sein, das gibt's doch nicht. In Hexit gibt's überall Diamanten. Hexit gibt's einfach überall Diamanten, aber ich finde keine, denn ich habe einfach kein Glück, was sowas betrifft. Ich habe was gesehen. Ich habe was gesehen, was du nicht gesehen hast. So. Jetzt brauchen wir aber erstmal so ein bisschen Stein, damit wir uns hochbauen können. Oder anderes. Ich würde sagen, oh, hier sind auch Dias. Würde ich mich sagen, baue ich mich hier hoch. Hier so. Und mach das dann so. Moment. Aua! Tat weh. So. Mach ich das jetzt einfach mal so. Ich hoffe nicht, dass ich da irgendwie jetzt noch sterbe deshalb. Weil ich mich da irgendwie in risky Sachen begebe. Aber wer weiß, wer weiß. Ich kann ja immer noch sterben. Das kann ja immer noch passieren. Okay, jetzt sind wir eigentlich schon ganz schön hoch. Ich gucke jetzt einfach mal raus, was da gerade so abgeht. Auf welcher Höhe wir sind. Oh, die Dias, die sind ja schon hier oben. Ja, das ist natürlich eine erfreuliche Nachricht. Können wir uns gleich so hier ein bisschen hochstecken. Und hier. Und tata, wir sind schon angekommen. So, perfekt. Also ich würde echt gern wissen, wer von unserer Stadt denn tatsächlich ein Enchantment-Table hat, dann müsste ich nämlich keinen eigenen machen. Und das wäre halt dann schon echt nice. So, ich glaube, hier drüben waren noch irgendwo Diamanten, stimmt's? Och nee, dann waren die, oh, waren die hier drüben, okay. Wir haben jetzt 6 Diamanten, damit können wir noch nicht viel machen. Hä? Ich habe jetzt irgendwie 2 auf einmal platziert. Was geht los? Ist heute alles chaosmäßig hier. Alles chaosmäßig. So, zack, zack. Jetzt gucke ich hier mal. Nö, wir haben leider nicht genug. Aber ich muss jetzt erstmal ganz kurz gucken. Und zwar einen Electric Stuff. Genau, wie macht man den denn nochmal? Und zwar, man braucht so einen Stuff. Einen Stick, eine Magic Essence mit allen Essenzen. Ich müsste alle haben, glaube ich. Und dann braucht man eine Electric Essence und okay, okay, okay. Wir gehen jetzt einfach mal runter und versuchen das jetzt einfach mal. Ui, das war ein bisschen riskant von mir. Das soll ich vielleicht nicht wiederholen. So. Aber wir haben ja keine Electric. Oh, ich glaube aber, dass jemand so eine Essence hatte. Ich möchte mich echt nicht durchschnorren bei den ganzen Leuten, ja. Aber die bringen jeden Tag so fleißig eine Folge und ich bekomme es einfach nicht gebacken. Da muss ich, die müssen mich einfach unterstützen. Und ich glaube nicht, dass die Leute in unserer Stadt so gemein sind und sagen so, nee, das darfst du nicht, auf keinen Fall. Vor allem, sie bekommen es ja wieder zurück. Ich werde mir da extra dann so einen Zettel schreiben und den ganzen Leuten das zurückbringen. Und wenn nicht, dann
stelle ich mir irgendwie ein Schild am Eingang von meiner Höhle hin und schreibe dann da drauf, Bastor, ich glaube, von ihm habe ich auch jetzt das Dings bekommen, das Leder. Dann denke ich mir so, ja, vier Leder Bastor, eine Magic Essence, Shapecraft, wisst ihr? Das kann ich dann nämlich gut machen. Und wenn wir jetzt dann den Flugstab haben, dann kann ich eben, wenn wir eben dann den Flugstab haben, dann fühle ich mich halt generell schon so ein bisschen sicher, falls die Gegner kommen oder so, wisst ihr? Hau ab. So, der hat hier eine schöne Essenz. Ja, holen wir uns mal zwei. Denn dann können wir uns auch gleich zwei machen. Und das werde ich mir auf jeden Fall aufschreiben. Und wenn nicht, Leute, wenn ich mir das nicht merke, und ich sollte es mir eigentlich merken, weil sonst zweifle ich echt an meinem Leben, bitte, bitte, bitte. Es laggt auch so ein bisschen, deshalb werde ich irgendwie immer zurückgebackt. So, ich brauche dazu Sticks. Dann schreib es mir bitte in die Kommentare, dass ich das auch nicht vergesse. Danke. So, genau das hier. Und dann muss ich erstmal hier das hier, das hier, das hier, das hier und das hier. Perfekt, zwei Stars. Und zwei Dinger ergeben zwei Flugstäbe. Tada! Yay! Erstmal einen vollen Hüpfschwung. Hui! Erstmal schon mal fast die Hälfte verbraucht vom Stab. Oh, das sieht aber schön aus. So. Das sieht aber echt sehr schön aus. Und irgendwie buggt die Minimap die ganze Zeit. Jetzt gucke ich noch ganz kurz, ob hier wirklich jemand einen Verzauberungstisch hat. Dann würde ich die jetzt so verzaubern, weil die verzaubert man ja gratis. Wer es noch nicht wusste, ja, die verzaubert man gratis. Vielleicht hat auch jemand. Vielleicht hat ja auch jemand. Obsidian. Dann könnte ich mir selbst einen machen. Was ich alles möchte, ich soll mal aufhören damit. Hör auf, Thomas, hör auf. Du schnorrst dich bei jedem durch. Ich lese jetzt schon. So. Bastor, du hast immer alles. Du musst doch hier irgendwas haben. Irgendwie Obsidian oder so. Ich frage mich nur, wo haben die Leute Enchanted? Die, entweder die haben den Verzauberungstisch irgendwo hier platziert, wo ich es nicht weiß. Vielleicht hier oben. Nee. Hui. Ja, das macht Spaß. Aber ich verbrauche viel zu viel von dem. Ich muss aufhören. Okay. Wisst ihr was, Leute? Es wird jetzt eh schon wieder Nacht. Ich lege mich jetzt ins Bett, damit für den Vorreiter schön Tag ist. Und, ach, hier vielleicht, hier vielleicht. Nee. Leute, ich gebe es auf. Ich werde mir nächste Folge auf jeden Fall selbst eincraften. Die Folge wird schon wieder viel zu lang. Ich muss jetzt ganz, ganz schnell hier in meine Hütte. So. Zack. Und gute Nacht, Leute. Haut rein, wenn es euch gefallen hat. Lasst einen Daumen nach oben da. Ich würde sagen, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge Minecraft Rave. Haut rein. Und in der nächsten Folge machen wir auf jeden Fall einen Zaubertisch. Und wie gesagt, heute haben wir was erreicht, auch wenn es ein bisschen geschnorrt war. Aber wir haben auf jeden Fall zwei Flugstäbe. Und ich würde mal sagen, haut rein, Leute. Macht's gut und ciao.